Ja, und damit lasse ich ihn aus meinem Blickwinkel verstreichen und marschiere dort einfach herein. Ja, du kannst sehen, dass er direkt vor der Schwelle des Tempels zurückbleibt und dann in dem Gewirr aus Menschen, von anderen Matrosen dann auch irgendwie untergeht. Also man nimmt ihn gar nicht zur Kenntnis, so als wäre er eigentlich nicht da oder als wäre er uninteressant oder ein kleines Bettlerkind. Die anderen von deinen Halbmatrosen, von den kleinen Kindern, scheinen ihn wohl auch gar nicht so gesehen zu haben oder ignorieren ihn genauso. Armes Kind wird von allen anderen ignoriert. Ja. Blickst dich ein bisschen um und du musst ein, zwei Mal blinzeln, als ob deine Sicht sich so ein bisschen rot gefärbt hat. Hast du so einen stechenden Schmerz hinter deinem Auge. Weiß nicht genau, was das ist. Vielleicht ist die Luft hier anders. Und du hast so einen kupfrigen Geschmack auf deiner Zunge. Das Schlucken fällt dir ein bisschen schwerer. Ja, ich sammle den Rest Flüssigkeit, was sich in meinem Mund gesammelt hat, zusammen, um diesen großen Brocken, der sich in meinem Hals gesammelt hat, runterzuschlucken. Schau nach oben, schau an die Decke, ob es hier auf einmal heller geworden ist, wo man das genau liegen kann, ohne groß eine auffällige Gestik anzunehmen. Dir war niemals wirklich klar, dass Gwen Petrosteine so hell leuchten. Es tut fast weh in den Augen. Ich drehe mich für einige Augenblicke zur Tempeltür, damit ich von diesem Stein der Gwen Petrosteine nicht geblendet werde. Atme zwei, dreimal durch, denke dran, was der kleine Junge mir gesagt hat, und ein leises, der Junge hilft, kommt über meine Lippen. Was kommt über deine Lippen? Blinder Junge hilft mir. Blinder Sohn hilft mir. Blinder Sohn, ja. Blinder Junge hilft dir nicht, aber blinder Sohn, vielleicht ist es ja dein Sohn. Ach nein, Unfug. Aber er sagte blinder Sohn. Blinder Wessen Sohn weißt du nicht, aber... Das finden wir heraus, wenn er mir hilfreich. Okay, damit seid ihr nach und nach allesamt angetreten. Das ist jetzt quasi der Mannschaftssegen, aber Havulgard hat ja schon an Bord auch die Mannschaft mit dem Weihwasser besprengt. Zulamin wird vor dem Wasserbecken niederknien und geht davon aus, dass es ihr die Mannschaft gleich tun wird. Und richtet dann für sich ganz leise ein Gebet an Effard, während sie die rituelle Reinigung vollzieht. Und wird dann im Anschluss eine angemessene Spende, natürlich in Relation zur Größe unseres Schiffes, an die Tempelvorsteherin Aschaibit direkt übergeben. Ja, denn die nimmt sie auch gerne an. Wie viel gibst du? Ich kann nicht gut mitzahlen, aber Zulamin wird wissen, was angemessen ist. Ach, vor allem bist du auch verschwendungssüchtig, ne? Ja, klar. Also gegenüber der Kirche knickrig zu sein, ist sicherlich eine schlechte Idee. Also, ja, ich sag mal, 50 Dukaten ist halt so das, was man dafür geben könnte. Gerne auch mehr. 50 Dukaten habe ich ja schon beim Vex-Tempel gelassen. Okay, der Effa-Tempel kriegt 100. Ja, sehr gut. Ja, du kannst dir währenddessen auch betrachten, wie die einzelnen Offiziere dann dorthin gehen, selbst sich dann segenreiches Wasser aus dem alabasternen Brunnen herausschöpfen, sich dann begießen, irgendwie Effard-Räder oder Praios-Räder schlagen, irgendwelche Gebete murmeln, und ja, im Prinzip wird sich da keiner weigern, da etwas mit dem geheiligten Wasser zu tun. Vielleicht aber Diamantis. Das weiß ich nicht. Ja, und ich habe natürlich auch meine Leute instruiert, dass sie generell einen Blick auf die Mannschaft haben sollen, denn ich kann das nicht, wenn ich vorne stehe und bete. Das werden die selbstverständlich tun. Maciejska Paligan wird das natürlich tun, Ippolita sowieso, Lutisana die Faldor und Kalfate der Nostria, die werden es ebenso tun. Ja, eigentlich hast du keine Ketzer dabei. Also Serpentilio müsste man natürlich noch gucken, ob der sich besprenkelt, und Diamantis.
Der kleine Grollen wird es auch tun, also auch der hat wohl kein Problem mit Weihwasser in seinem Gesicht. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Die übergebliebenen Dukatengardisten werden es ebenso tun. Sämtliche Söldner, auch diejenigen aus der Wildermark. Auch die Uronier werden hier keine Probleme haben. Einzig und die Frage ist, was die Spielerhelden tun. Dem aufmerksamen Beobachter wird sicherlich auffallen, dass der Ventilio sich hier reichlich ungeübt, ungewohnt, könnte man auch sagen, anstellt. Und das Verhalten seiner Vorgänger ablesend versucht, hier irgendwie durchzukommen, ohne die eigentlichen liturgischen Komponenten so genau zu kennen. Also ich mache das natürlich auch. Ich besprenkel mich mit dem Wasser. Und ich habe natürlich ein scharfes Auge auf alle anderen, weil ich bin auch kein Ketzer. Bin das im Herzen nicht. Und ich hoffe, dass meine kleine Bitte an diesen Sohn, wer das auch immer sein sollte, geholfen hat. Zumindest. Ja, habe ich keinen Plan, dass ich das nicht abkönnen sollte. Ja, also das Weihwasser wird dich auf alle Fälle nicht verbrennen. Du spürst, du fühlst dich etwas krank. So als würde irgendetwas gerade in dir passieren und unwohl. Du willst am liebsten zurück in dein Bett und dich 2 Tage ausschlafen. Aber du fängst ja zumindest nicht an zu bluten oder so. Das ist dir einfach nur echt unangenehm. Abelmir, Schwarzmagier, wie sieht's bei dir aus? Ich würde ganz normal vortreten, wie ich es gewohnt bin, und mich mit dem heiligen Wasser nicht reinigen, aber Ritual durchführen, wie es in der Effertkirche vor einer langen Fahrt üblich ist. Also das Effertkreuz, ich weiß gar nicht, Effert-Symbol ist, der Fisch, eine Linie, glaube ich, wahrscheinlich so eine Wellenlinie, vermute ich mal, auf meine Stirn malen und ja. Nun, Gott des Meeres, schütze uns vor den Gefahren, die uns erwarten. Und wird dann zurücktreten. Ja, kannst du dann auch noch sehen, wie wohl Havulgard direkt neben dir ist und dir auch auf die Lippen schaut, während du sprichst. Und wenn du dann zurücktrittst, liegt ihr Blick wohl immer noch auf dir und murmelt noch ein leises Anexaihe Fado. Ich nicke nur lächelnd zu und sag aber nichts weiter. Ja. Ich würde auf jeden Fall diesen Leibwächter mal im Blick behalten. Ich kann ihn noch nicht einschätzen. Ja, der ist immer im Schatten von Zulamin, so wie es einstmals vielleicht Rafim getan hätte. Den kannst du da zwar immer noch entdecken, wie er aus der Menge herausragt, einfach aufgrund von seiner Größe. Aber ebenso steht dieser neue Leibwächter in Grau gewandet mit seinem Turban neben ihr und wirkt fast sogar uninteressant. Also es ist nicht dieser Fexgeweihte, der einfach untergeht in einer großen Menge von Menschen, sondern schattenhaft. Als würde er einfach dazugehören. Da, wo Zulamin ist, ist auch er. Besprenkelte sie ebenfalls mit dem geweihten Wasser? Nein, also er steht daneben, taucht zwar kurz einmal 2 Finger ein, aber er wird sich nichts, kein Kelch und kein Speer auf seine Stirn träufeln oder ziehen, sondern einfach nur den Göttern oder Effert dann hier Buße tun und dann eben auch seine Reinheit beweisen, indem er kurz seine 2 Finger reingesteckt hat. Okay, soll ich so zur Kenntnis nehmen. Bald ihm auf jeden Fall auf meinem Radar. Mhm. Gut. Möchtet ihr hier weitere Liturgien sprechen? Nein, also den Eidsegen würde ich in kleinerem Kreis auf unserem schönen Schiff tun. Gut. Als Abschiedsgeschenk bekommt ihr alle einen Glückssegen von Eschabeth geschenkt. Das heißt, wenn ihr dann nach und nach alle an diesem Brunnen getreten habt, aus weißem Alabaster, dann wird ja, Eschabeth sich selbst irgendwie auf den Rand stellen. Ihre Kleidung selbst, sie tritt dann noch kurz runter in den Brunnen, sodass sie dann eben auch im Nass steht, breitet ihre Arme aus und stuft dann einen Glückssegen auf euch alle auf, sodass ihr dann alle einmal Glück habt an diesem Tag. Und mit einem sehr milden Lächeln würde sie euch dann nach und nach wieder entlassen. Ja, Zulamin dankt und freut sich ein bisschen, denn Eschabeth ist schon eine besondere Geweihte.
Und ja, so wenden wir uns dann langsam alle wieder zum Gehen. Und die Mannschaft kann sich dann auch wieder zerstreuen bzw. an ihre Arbeit gehen, während Rafim und ich die wichtigen Leute bzw. die Neuzugänge mit in die Aves-Kapelle nehmen. Ja, während ihr wieder zurückgeht, kannst du sehen, wie Ephanora wohl noch sich ein großes Glas hat geben lassen, eine bauchige Flasche, die sie wohl in dem Tempel gefüllt hat. Hat sie wohl von Eshebeth selbst in die Hand gedrückt bekommen. Und bevor ihr dann auf die Planken tretet, wird sie sich dann noch einmal an das vordere Stück des Schiffes stellen und dann selbst noch einmal sprechen. Tanzende Töchter des Alten, ihr lieblichen Jungfern, hört den Willen eures Vaters. Dir sei dieses Gefährt anvertraut. Behüte und bewahre es, denn zu deinem Lob soll es Aveandas Rettung heißen. So sei dieses Bildnis dein. Erfülle die blinden Augen und starren Haare mit Leben und Lust. Dein wacher Blick geleitet dieses Gefährt. Und ja, während es wieder wohl ein merkwürdiges gebrummtes Aproblebators und Agriotastos von der Swafnir-Geweihten gibt, schmeißt sie dieses große, bauchige Gefäß gegen euer Schiff und das heilige Wasser rinnt an eurem Schiff entlang. Da hat wohl auch eure Geweihte Angroschminia bereits die neuen Lettern angebracht. Diesmal zwar nicht in Mondsilber, sondern in einfachen Metallen, aber auch dort könnt ihr erkennen, Aviandas Rettung ist also auch schon angebracht. Wunderbar. Auf Angroschminia ist halt Verlass. Und dann könnt ihr in eure Kapelle treten. Ja, also ich muss den Eidsegen nicht nochmal aufspielen, aber Zulamin hat nochmal die Worte von damals evaluiert, also so in Anbetracht dessen, was zwischenzeitlich passiert ist. Aber nein, es lag nicht daran, dass irgendwie die Wortwahl unklug war oder so, dass wir zwischendurch ja doch ein paar Probleme hatten, sondern sie wird genau den gleichen Schwur wieder abnehmen. Und Rafim und ich stufen beide auf. Das heißt, wir schaffen 20 Leute. Und ja, ich würde die so ein bisschen zwischen uns aufteilen, dass Rafim eher so den militärischen Part kriegt und ich eher so die Geweihten. Und ja. Und den mag ja vergessen werden, bin ich für. Finde ich gut. Du kannst Gift drauf nehmen, dass ich Ippolita vereidige. Ich poste die Liste einfach ins Forum, okay? Ja, alles Ippolita klar. Ist ja auch kein Magier, Ippolita ist ein Gör in einem Kittel. Na, Ippolita ist ja die kriegerische Variante, die gehört zu Rafim. Das ist in Ordnung. Meins! Hauptsache, sie wird vereidigt. Hast du Angst, dass sie rebelliert, weil sie königliches Blut hat? Nee, nicht so wirklich, aber ich meine, es gibt hier auch eine gewisse Verschwiegenheitsklausel und naja, Ippolita könnte mit vielen Leuten reden. Ja, viele Leute hören ihr zu, aber ja, sie wird den Eidsegen selbstverständlich auch annehmen. Gut, dann habt ihr aufgestuft auf PP, 20 Personen, 20 Offiziere. Die Liste kommt ins Forum und dann solltet ihr eigentlich alle wichtigen Leute abgedeckt haben. Ich möchte darauf hinweisen, wer auch immer mich in der Gruppe hat, kriegt eine Fanfash, wenn ich einen Treffler mal habe. Ups. Ja, dich habe ich schon einen Eidsegen abgenommen. Und zwar in dem Moment, als du an unser Schiff gekommen bist. Das heißt ja nichts. Ich erneuere den nicht. Mein Eidsegen hält ungefähr ein Jahr bei meinen Werten. Okay. Was ist mit Diamantis? Diamantis ist ein Paktierer. Wie sieht's denn da mit der Schwernis aus? Der ist nicht auf der Liste, der ist nicht neu. Ich bin ja schon vereidigt worden. Aber ich wurde auf die Drachentöter vereidigt. Das ist ja gut. Ich glaube vor allem, dann der Paktierer wird dann halt einfach aus dem Segen rausgeklammert, denn du kannst ja einen Paktierer nicht segnen. Segnen, aber das ist ja eine... Es heißt Eidsegen! Das ist ja keine Segnen, Lady. Es heißt Eidsegen! Also das ist halt die Frage, das ist halt die Frage, wenn man Diamantis in diese 10er-Gruppe mit reinnimmt, dann gäbe es die Erschwernis für
Bakterien. Gibt keine Erschwernisse für Paktiere. Naja, aber du bist, deine Seele ist ja trotzdem verunreinigt. Es gibt keine Erschwernisse für Paktiere. Hast du einen Seelenpakt, wirken keine Liturgien auf dich. Ist völlig irrelevant, weil ich sehe keinen Ingame-Grund, um Diamantes nochmal zu vereidigen. Ja, weil aus, ja. Das hat er ja eben schon gesagt. Ja, das war nur die Frage, ob oder ob nicht. Gut. Also ich bleibe der Drachentöter bis zuletzt treu, das schwöre ich. Das ist ja schön. Wie gut, dass der Namenlose diesen Namen geklaut hat. Gut, damit seid ihr im Prinzip aufbruchbereit, ist die Frage, wie geht's weiter? Ja, dann machen wir quasi Treffen in der Offiziersbesprechung und ich frage mal rum. Hat irgendjemand noch etwas Wichtiges in Kunchom zu erledigen? Zu erledigen nicht, aber wenn wir alles andere erledigt haben, hätte ich noch einige wichtige Informationen für die Versammelten. Sehr gerne. Spricht. Ich halte es für besser, wenn ihr erst eure profaneren Angelegenheiten klärt. Hm? Nun, ich habe nichts mehr zu erledigen hier in Kunchom. Für mich gilt dasselbe. Von meiner Seite gibt es auch nichts. Ja, ich bin auch soweit. Nun gut, wie die Kapitania sicherlich weiß und natürlich, weil Voltax sie natürlich informiert hat, hatte ich mich mittels einiger Methoden auf die Suche nach unseren verschwundenen Dukaten-Gaptisten gemacht. Ich habe gute Nachrichten und ich habe schlechte Nachrichten, sagt Serpentilio, während er aufsteht und seinen an die Wand neben der Eingangstür gelehnten Stab holt. Welche möchtet ihr zuerst hören? Ich würde gerne wissen, welche Methoden ihr angewandt habt. Ein winziges kleines bisschen Hellsicht, ihr versteht. Hellsicht. Nun, die gute Nachricht ist jedenfalls, sie leben alle noch, samt und sonders. Die schlechte Nachricht ist, nun, seht selbst, ich halte meinen Stab zwischen uns und winke auch die auf dem Sofa sitzenden einmal herbei. Und projiziere das Bild, das mein Gotongi mir vermittelt hat, in die Kugel in meinem Stab. Denn das kann ich. Kannst, das war die Frage. Kannst du das? Ist das eine Sonderfertigkeit? Das ist ein Stabritual. Also ein Kugelritual. Und ich kann beliebige Bilder da drin erscheinen lassen. Er muss es also nie selbst gesehen haben. Man muss es sich vorstellen können, was er tun kann, wenn er es gesehen hat. Ich müsste dafür, glaube ich, technisch gesehen eine Aktivierungsprobe schmeißen, aber ich weiß gar nicht, auf welche Attribute der geht. Und ist auch nicht weiter wild. Ich wollte nur wissen, ob du dieses Kugelritual hast. Ja, habe ich. Ich gebe natürlich nur das Relevante, also die Goldmorgen-Tarante von außen und dann unsere armen Dukatengardisten. Die Plagenbringer lässt du weg und die ganzen anderen Begleitschiffe? Nee, komm, machen wir es auch mit rein, sonst tat sich das hier wieder blöd auf. Kennen wir die Goldmorgenthal? Haben wir diese schon mal in real gesehen? Ich glaube, wir haben sie Jena im Hafen gesehen. Serpentilio natürlich nicht, aber... Nun, ich denke, dieses Große da hinten ist die Plagenbringer, wenn ich mich nicht täusche. Oh ja, sie ist unverkennbar. Ich hatte unglücklicherweise nicht mehr die Geistesgegenwart, mir ein paar Kapok zu greifen und zu versuchen, die Geografie der ganzen Sache abzugleichen, aber nun, es wird wohl im Norden irgendwo sein. Und seht ihr, während sich das Bild dann weiter bewegt, dort sind unsere Gardisten. Könnt ihr die brennende Stadt im Hintergrund etwas schärfer machen? Ich fürchte nicht, nein. Ich kann euch nur dies wiedergeben, was ich gesehen habe. Also, Abelmir, Zulamin und Rafim dürfen eine Geografieprobe würfeln. Wenn ihr fragt, spult Serpentilio das, was heißt spult, der springt halt beliebig in diesem Dings hin und her. Ihr merkt auch, wer besonders aufmerksam hinsieht, merkt auch, es ändert sich zwischenzeitlich immer so ein bisschen. Weil es ist halt eine Erinnerung, die er hier versucht, detailgetreu wiederzugeben. Ja, also mit der Erinnerung ist es zwar ein bisschen schwerer, aber Zulamin kann das wohl zuordnen, einfach weil diese Bergfestung so ausgelagert doch recht typisch ist. Und zwar, du warst erst vor wenigen Monaten dort. Ilsur. Oh, das ist nicht gut. Leatmon. Ich glaube, das ist Ilsur. Seht ihr da die Festung? Oh ja, jetzt wo sie sagt.
Wie weit ist das von hier? Nun, das ist Tobrien. Naja, das ist immer in unsere Richtung. Ja, die Hälfte der Richtung, könnte man sagen. Nun, das ist kein Blick in die Zukunft, oder? Es ist schon geschehen. War dies eine Frage? Verzeiht, nein, es ist kein Blick in die Zukunft. Nun, dann können wir für Leatmon auch nichts mehr tun. Ich hoffe sehr, dass es ihm gut geht. Kapitana, wenn wir jemals Dukatengardisten wieder auf unserem Schiff haben wollen, sollten wir bei Möglichkeit eine Rettungsaktion starten. Gegen zwei Dämonenarchen? Dämonenarchen sind groß und mächtig. Sie sind nicht darauf angewiesen, dauerhaft zusammen zu reisen. Und das wissen sie. Sie werden sich irgendwann trennen. Ich stimme euch zu, dass wir unbedingt versuchen sollten, sie zu befreien. Aber dafür brauchen wir das Effathorn. Ohne das Effathorn ist das Wahnsinn. Selbst mit dem Effathorn ist es Wahnsinn, aber zumindest machbar. Und so wie ich das verstehe, befinden sich zum derzeitigen Zeitpunkt diese Dinge zwischen uns und dem Effathorn? Oh ja. Sah es so aus, als würden sie nach Süden sich bewegen? Konnte man das sehen? Fragezeichen? Ja, also du konntest sehen, dass es wohl ein gewaltiger Konvoi ist, der sich nach Süden bewegt und auf dem Weg alles überflutet. Und sie scheinen in der Tat auf dem Weg zu sein. Wie lange ist es her, dass ihr mit dieser Hellsicht nun ja den Feind ausspähen konntet? Die Gesichter wurden heute Nacht erstellt. Nun gut. Vielleicht können wir ein grobes Etappenziel festlegen, wann sie, in welchem Zeitraum sie bestimmte Etappen überwinden. Wenn wir wirklich dieses Effathorn brauchen, dann werden wir den Maraskan-Sturm nutzen müssen, um vorbeizukommen. Ihr meint, wir sollten nach Osten ausweichen, ja? Haben wir das nicht schon einmal getan zu gemischtem Ergebnis? Ich würde die Sache diesmal anders angehen. Wir sollten die Sturmlöwen um ihren Schutz bieten, wenn wir tatsächlich noch einmal durch den Sturm um Maraskan segeln. Nun. Vielleicht sollten wir einmal die Karten holen, um festzustellen, wo wir uns befinden und nun ja, wo Ilso liegt. Vielleicht können wir dann in einer nähere Einschätzung treffen, ob wir nach Maraskan reisen müssen oder nicht. Am besten setzt ihr euch aber mir mit Kapok zusammen und erzählt ihnen alles, was ihr über Dämonenarchen wisst. Und ihr setzt euch über eine Karte zusammen, ihr schaut, wie schnell diese ganze Flottille oder Armada überhaupt sein kann. Wir könnten ihn das ungefähr holen. Einrechnen. Wir könnten ihn auch jetzt dazu holen mit den Karten. Lass Kapok rufen. Wenn wir das gemeinsam machen können. Eine Minute später, nachdem ihr verständigt habt, kommt Kapok nach unten. Hey, Mann! Helf gerne, Mann! Komm, setz euch. Was soll ich tun, Mann? Habt ihr die Karten dabei? Ja, Mann! Gut. Also, Kapok, die Sache ist die. Jons hat Kunde erreicht, dass unsere Feinde mit ihren Dämonenarchen sich zurzeit oder letzte Nacht auf der Höhe von Ilsur befanden. Und wir fragen uns, wie lange es wohl dauern würde, bis sie nun ja hier sind, wenn ihr Ziel denn so weit im Süden liegt. Ich muss wissen, wie schnell die fahren, Mann, aber... Ja, damit kann Abel mir euch helfen, denke ich. Er breitet vor euch eine große Karte von Aventurien aus. Hier ist Ilsur, Mann, und hier ist Kunchum. Wir haben eine Luftlinie von 680 Meilen, Mann. Aber die Strecke, die wir über See zurücklegen, sind 920 Meilen, Mann.